Hallo und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat zu Wochenbeginn zunächst nach seiner Richtung gesucht. Der DAX lag gestern mal in der Gewinnzone, mal in der Verlustzone. Am Ende ging er mit 12.227 Punkten aus dem Handel, das ist ein Minus von knapp 0,5% bzw. 56 Zählern. Schauen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, die Lage am Markt bleibt schwierig. Wie wird denn der DAX heute erwartet? Was sind die Vorgaben? Guten Morgen aus Frankfurt. Wir erwarten einen erneuten Stabilisierungsversuch beim DAX, nachdem es gestern, was ja gerade schon erzählt, nicht geklappt hat. Es sieht danach aus, denn zum Beispiel von Seiten der asiatischen Börsen gibt es einiges an Rückenwind, was wir da jetzt zum Beispiel beim Shanghai Composite und beim Nikkei gesehen haben. Der Nikkei gestern angeschlagen, heute dafür in Grün unterwegs. Der Hang Seng dafür im Minus. Also wir sehen in Asien heute Morgen ein gemischtes Bild. In den USA ging es gestern erneut runter für den Dow Jones um über 1%. Und die Konjunktursorgen belasten einfach weiterhin. Aussagen von Notenbankern haben das nicht unbedingt besser gemacht, sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, als auch weitere nötige Zinsschritte, geldpolitische Straffungen. Das ist natürlich alles im Moment nicht unbedingt was den Markt erfreut. Die Frage, die wir uns gerade immer stellen, wie viel davon ist schon eingepreist? Also ab wann könnten dann die Schnäppchenjäger, die es gestern schon mal versucht haben, dauerhaft auch am Markt bleiben und sich nicht nervös wieder zurückziehen. Aber du hast es angesprochen, die Lage bleibt natürlich angespannt. Heute Nachmittag sehen wir einiges an Daten aus den USA, beispielsweise Auftragseingang der langlebigen Güter und das Verbrauchervertrauen. Und generell schauen wir natürlich dann auch, wie in den USA dann heute gehandelt wird und welche Impulse das auch für uns setzen könnte. Und wir nehmen mit, der DAX versucht sich zu stabilisieren. Vielen Dank, Viola. Das war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Marktidee, die ist heute SMA Solar. Solaraktien haben sich in diesem Jahr bisher sehr gut geschlagen, besser als die meisten anderen Branchen. Das gilt auch für das Papier von SMA Solar. Aktuell läuft allerdings die zweite Welle einer Korrekturphase. Im Fokus steht eine wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde das Chartbild deutlicher eintrüben. Wo sich diese Unterstützung befindet, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und denken Sie auch an das Online-Börsenspiel der Société Générale Trader 2022. Sie können sich immer noch kostenfrei anmelden unter www.trader-börsenspiel.de. Den Link zur Anmeldung finden Sie auch in der Videobeschreibung. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.